Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Thiele Football zum ersten Stadionvlog. Ich habe richtig Bock, es geht natürlich heute wieder zum FC Schalke 04 Heimspiel gegen Ingolstadt und somit sage ich nochmal ganz herzliches Willkommen hier auf meinem neuen Kanal. Ihr kennt mich sicherlich alle von Kickoff, die das jetzt hier sehen und ab jetzt hier auf Thiele Football gibt es halt Fußball mit mir, sprich Real-Life-Content. Ob es mal eine Fußball-Challenge ist, vielleicht auch mal ein Interview oder vor allen Dingen eben auch Stadion-Vlogs, das gibt es ab jetzt alles hier. Also abonniert gerne mal direkt den Kanal, wenn ihr Bock auf solchen Content habt. Und heute geht es, wie gesagt, nach Gelsenkirchen. Insgesamt mein zweiter Stadion-Vlog, somit verzeiht mir erneut, wenn das Bild wackelt. Das kann ich auch heute nicht wieder vermeiden, denn ein Stativ ins Stadion mit reinnehmen geht halt leider nicht. Ich hoffe, es wird heute besser, aber je nachdem, wie die Emotionen so sind, dann wird auch weiterhin ordentlich gewackelt. Auch jetzt wackel ich wahrscheinlich schon ordentlich, aber damit ihr euch schon mal dran gewöhnt, das ist leider auch heute wieder so. Trotzdem habe ich richtig Bock auf das Spiel. Natürlich Ingolstadt, ein Gegner, der jetzt wahrscheinlich nicht so viele Fans mitbringen wird, aber auch nicht so einfach zu spielen sein wird. Also viele Schalke-Fans denken ja, oh, gewinnen wir jetzt 3 oder 4-0? Naja, ich bin sehr gespannt darauf. Es wird nicht einfach. Letzte Woche in Rostock war es ja auch keine gute Leistung. Wir haben trotzdem gewonnen. Jetzt geht es zu Hause gegen Ingolstadt. Bislang tun wir uns ja auswärts leichter als zu Hause. Meine Quote als Schalke-Fan ist letztes Mal gerissen, denn vor 2 Wochen war ich ja schon beim KSC-Spiel. Da habe ich meine erste Pleite im Stadion als Schalke-Fan miterlebt. Mal gucken, wie es heute wird. Ich hole gleich noch einen Kumpel ab und dann machen wir uns auf nach Gelsenkirchen. Ich habe ja 3-1 getippt. Und du? Ich sage ein ganz stabiles 4-1. Ne? Ja, 4-1, also wir gewinnen. Attacke! Schon angezündet. Hey, die brennst du
ist ein Tier, ey. Rauch! Schon rum. 1-0. Kann man nehmen. Mit einer Chance, ne? Aber egal. Pause. Wir führen 1-0. Das ist die Hauptsache. Ansonsten gute Stimmung. Aber so richtig viel los ist auch nicht. Aber besser als gegen Rostock. Das sind und werden 3 Punkte. Gleich trifft auch Terodde für seinen Rekord. Und zwar genau hier bei uns. Und dann geht's rund.
Thank you.
Ciao. Ciao. So, Spielfazit heute mal aus dem Auto. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Wir haben jetzt 7 Uhr. Es hat länger gedauert, als sonst zurückzukommen, weil in Gelsenkirchen noch eine Baustelle war oder ein Unfall war. Ist auch scheißegal. Wir haben gewonnen. 3-0. Das ist die Hauptsache. Das zählt. Ich bin etwas heiser. Ist auch egal. Muss eigentlich auch so sein. Wir haben noch Gerard Asamoah getroffen. Ich hoffe, der Clip, den ich gerade noch hier reingeballert habe, ist gut geworden. Ich weiß es nicht. Wir haben noch Gerard Asamoah hier am Auto nebeneinander getroffen. Das war richtig geil. Das war fast so geil wie der 3-0-Sieg. Memo Aydin, ein überragendes Tor gemacht, Junge. Und ich hoffe, euch hat dieser erste Stadion-Vlog gefallen. Es war sicherlich noch kameramäßig nicht alles perfekt. Ist aber auch egal, denn wir haben gewonnen. Es war ein geiles Spiel, es war eine geile Stimmung und das zählt. Und wenn es euch hier gefällt, abonniert gerne Thiele Football, wirklich. Abonniert gerne diesen Kanal, damit wir gemeinsam wachsen, noch mehr von diesen Sachen machen können, machen werden. Und dann freue ich mich auf die nächsten Stadion-Vlogs. In dem Sinne sage ich, macht's gut, ciao und bleibt am Ball. Glück auf an alle Schalker.